einen Band aus dem Einband? Die Lippen. Die Lippen. So. Die Lippen stehen für den Einwand beantworten. Wenn ihr mitgezählt habt, das ist der fünfte Prozessschritt. Die meisten Verkäufer, sobald die einen Einwand hören, wir haben die Dinger ja alle schon tausendmal gehört, ne? Beantworten wir die auch gleich. Der Kunde muss sie auch gar nicht aussprechen, wir wissen ja sowieso, was kommt, oder? Mir hat mal einer gesagt, Thomas, ich bin als Einwandbehandlungskampfmaschine ausgebildet worden. Gib mir einen Einwand und ich gebe dir eine Beantwortung von dem Einwand. Gib mir einen Einwand und ich sorge dafür, dass du weißt, dass das überhaupt kein Problem ist. Das läuft bei dem Kunden eher nicht so gut runter, diese Art damit umzugehen. Also den Einwand beantworten wir erst, wenn wir A, sicher sind, dass wir genau verstanden haben, was das Problem ist. B, wir sind sicher, dass das wirklich der einzige, das ist, was den Kauf gerade verhindert. Und dann erst beantworten wir den Einwand. Und der Wetterballon, der steht für einen Probeabschluss. Und dieser Wetterballon ist ja dazu da, irgendwie in die Atmosphäre zu steigen und mal zu gucken, wie das Wetter ist. Meiner Meinung nach ist es falsch zu fragen, ja, wollen wir dann jetzt einen Kaufvertrag machen, also den Kunden nach dem Abschluss zu fragen, sondern wir machen einfach einen Abschluss und sehen, fliegt das Ding oder fliegt es nicht. Wenn es nicht fliegt, können wir immer noch von vorne anfangen. Okay, soweit die Theorie. Machen wir das einfach mal durch, oder? Wer hat ein...